Moin, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Dieses Mal lasse ich programmieren zwei Spiele mit äh, Kobold äh, Cpp. Genau, wie gut das funktioniert mit diesem freien Netzwerk, was ich dahinter verwende, um äh, ja, mit KI was programmieren zu lassen, das seht ihr gleich. Kobold Cpp habe ich ja bereits schon mal vorgestellt in einem Video für die Tux-Tage, wo ich so meine KI-Helfer, die ich so mehr oder weniger regelmäßig verwende, mal vorgestellt habe. Genauso wie diese anderen Programme, die ich dort vorgestellt habe, läuft das alles lokal, also ohne Cloud und sonst irgendwas. Und Kobold Cpp ist so eine Ausführplattform, so ein Programm, mit dem man künstliche neuronale Netzwerke verwenden kann. Unter anderem kann man Cobalt äh, CPP in so einen Chat-Modus versetzen, dass man sich mit so einem äh, Sprachmodell quasi unterhalten kann. Oder man kann dem auch Aufträge geben in diesen Instruct-Modus versetzen. Das sind zwei, sagen wir mal, Betriebsmodi dafür, die. Äh, ja mehr oder weniger gut mit dem einen oder dem anderen Netzwerk funktionieren. Ein großer Vorteil dabei ist jetzt, Cobalt CPP musste man damals, als ich es vorgestellt habe, noch per Hand kompilieren, also mit dem C-Compiler. Das Ganze ist nicht so wie bei einer Skriptsprache, dass man das einfach mit einem Interpreter startet, sondern man muss es wirklich kompilieren und bekommt dann eine ausführbare Datei daraus. Das Ganze gibt es jetzt schon fertig als App-Image unter, ja, hier diesem... Fahrt, da könnt ihr es runterladen, und es gibt zwei Geschmacksrichtungen. Es gibt einmal das hier: Kobold CPP Linux X64, also für 64-Bit Linux-Systeme. Und dann gibt es die Variante nochmal mit dem Nokuda hinten dran. Cuda ist so eine API für Nvidia-Grafikkarten, wo man Berechnungen auslagern kann. Also spezielle Berechnungen, die auch auf der CPU gehen würden, da aber relativ langsam laufen, laufen auf der Grafikkarte dann besonders schnell. Und das wird in dem KI-Bereich häufig verwendet. Ja, also gibt auch was für AMD-Grafikkarten. Aber dafür bauen sie hier keine spezielle Version von dem Cobalt Cpp. Ja, nachdem ihr das runtergeladen habt, müsst ihr es noch ausführbar machen. Je nachdem entweder das hier oder das da. Das ist denn so eine App-Image-Datei. Da ist äh, das ausführbare Programm und auch die anderen Dateien die gebraucht werden, also Grafiken und sonst irgendwas mit drin und äh, das ist mehr oder weniger so eine Zip-Datei und das müssen wir halt noch ausführbar machen, damit man starten kann. Das künstliche neuronale Netzwerk, das ich einspanne, um damit Dinge zu programmieren, heißt Llama 34 b v 2 und das könnt ihr von Hacking Face runterladen. Das ist so eine Webseite, wo ja, KI-begeisterte Leute ihre eigenen Netzwerke hochladen und äh, auch vieles andere dazu hochladen, sodass man es frei verwenden kann. Ja, genau. Also da bekommt ihr unter dem Link hier quasi das Original von Feind. Feind ist eine Suchmaschine unter Feind.com wo ihr umgangssprachliche Fragen stellen könnt und das generiert euch Antworten, die dazu mehr oder weniger passen. Aber dabei stehen auch die Links, worauf sich jetzt diese Antwort bezieht, drin. Also es werden Quellenangaben gemacht, sodass ihr es wirklich nochmal verifizieren könnt, ob das so stimmt oder auch nicht. Das Netzwerk hier, das wurde mit verschiedenen Programmiersprachen. Trainiert also mit Python, mit C, C, TypeScript, Java und auch weiteren und kann dementsprechend auch Ausgaben in diesen Programmiersprachen machen. Und je nachdem äh, ja, kann es gut oder schlecht funktionieren. Und äh, ja, also es ist durchaus interessant, was da rauskommt, aber es hat so ein paar Fallstricke, muss man natürlich drauf achten. Dann, äh, also hatten wir schon, hier ist das Original dazu. Zu dem Netzwerk, was von Find.com trainiert wurde und was auch auf deren Seite verwendet wird. Also, ihr müsst das nicht lokal installieren, sondern ihr könnt das bei denen als Cloud-Anwendung quasi laufen lassen. Oder wenn ihr das lokal machen möchtet, dann ladet das hier runter. Dann gibt es diese andere Variante, die GGUF-Variante. Das ist ähm, dieses äh, Netz hier genommen, ein bisschen zusammengeschrumpft und in ein anderes Format gepresst, was denn auch von Cobalt CPP verwendet werden kann. Da gibt es verschiedene Quantisierungsstufen. Das bedeutet, dass diese Werte, die im Originalnetz drin sind, das sind üblicherweise Fließkommazahlen, die ähm, sehr genau sind auf einfache Ganzzahlen runtergebrochen werden, die nicht so viele Unterschiede haben, dann brauchen wir weniger Arbeitsspeicher, weniger Rechenzeit und so weiter. Und wenn man das Ganze jetzt nun nicht so wahnsinnig übertreibt, dann sind diese daraus entstandenen kleineren Netze nicht wirklich viel schlechter als das Original. Ja, genau, aber man kann die schneller ausführen und braucht weniger RAM dafür. Ich habe jetzt als Empfehlung für euch, dass hier Q5K... Netzwerk, das ist noch 23,24 Gigabyte groß, ist also richtiger Klopper und man braucht dafür auch eine Menge RAM. Ja, ist nun mal leider bei diesen Sachen. Es gibt auch kleinere Programmiernetzwerke, ich habe mal ein paar ausprobiert, die produzieren aber jetzt nicht so gute Ausgaben, also bin ich da jetzt wirklich hängen geblieben. Damit man auch irgendwas rauskriegt, was auch irgendwie halbwegs funktioniert. Als ich mir das nochmal ein bisschen angeguckt habe, habe ich hier nochmal versucht rauszufinden, was jetzt diese eher kryptischen Bezeichnungen wie hier Q5KS bedeuten und bin dabei zum Teil auch fündig geworden. Also, ich versuche sowas immer auch für mich selbst begreifbar zu machen, ohne das jetzt wahnsinnig mathematisch zu machen. Und ähm, dabei gibt es dieses Q5. Das bedeutet, dass diese Flow-Zahlenwerte, die sehr genau sind, auf 5-Bit runtergebrochen werden. Das bedeutet, 2 hoch 5 haben wir 32 verschiedene Werte. Damit funktioniert dieses Netzwerk noch ziemlich gut. Ist nicht mehr so genau wie das Original, aber gut genug. Es gibt auch sowas wie Q4, also ne, 4 statt 5. Dann hätten wir bloß 16 Werte, auf die jedes einzelne von diesen ja, Millionen Parametern runtergebrochen wird. Es wird weniger genau, aber es reicht meistens eben aus. Dann haben wir hier das K, finde ich so ein bisschen komisch von, von der Bezeichnung her. Also was ich dazu gefunden habe, ist, dass es kanonisch heißt. Das bedeutet allerdings bloß den Regeln entsprechend. Also, wir haben eine Quantisierung, ein Runterbrechen von Float auf Ganzzahlwerten, die einer Regel entsprechen. Ja, ich wüsste auch nicht, wie, wie das anders sein sollte. Warum soll das also nicht den Regeln entsprechen? Das wäre ähm, in der Informatik, in der Mathematik höchst komisch, dass man von einem Zahlenwert irgendwie eine Formel an, drauf anwendet und dann kriegt man was raus und das soll nicht den Regeln entsprechen. Fand ich irgendwie komisch. Das soll denn auch noch besser sein als. Andere Methoden, wobei ich nicht herausgefunden habe, ob es wirklich andere Methoden gibt. Also irgendwie was anderes als CSK äh, habe ich auch nie gefunden. Wenn ihr dazu irgendwie was findet, gerne äh, mal unten in die Kommentare reinschreiben, egal wo ihr gerade seid. Vielleicht finden wir zusammen raus, was es noch anderes gibt. Und das S am Ende heißt einfach nur small. Es ist ein kleineres Modell. Ich denke mal, das bezieht sich eigentlich bloß darauf. Wir haben ja ein Originalmodell Modell mit diesen Flohzahlen, ist relativ groß und behäbig. Und wir machen daraus ein kleineres Modell. Noch etwas mehr bzw. kompliziertere Erklärung gibt es von David Kriesel. Ähm, der Name klingelte bei mir irgendwie so ein bisschen, denn der hat auch noch ein bisschen anderes gemacht, teilweise sehr interessante Dinge. Da gibt es Vorträge vom CCC äh, von Chaos Communication Congress, ist das nicht das Camp, sondern der Congress, ähm, wo er verschiedene Sachen nochmal vorstellt. Unter anderem traue hier keinen Scan, den du nicht selbst gefälscht hast. Das ist sehr interessant, wie Xerox Scanner äh, Buchstaben austauschen, weil sich das besser äh, komprimieren lässt oder auch irgendwie Zahlen. Das ist höchst sonderbar das ganze und hier Spiegel Mining ist auch höchst interessant anhand von öffentlichen Informationen aus Spiegelartikeln ähm, leitet er äh, Beziehungen ab zwischen den einzelnen Redakteuren also es ist durchaus interessant was man mit einzelnen Informationen durchaus machen kann Okay, nochmal zurück zu dem hier. Also dort gibt es noch weitere und bessere Informationen von jemand, der sich wirklich damit auskennt. Guck gerne mal in das PDF rein. Das ist alles verlinkt in den Folien. Und die Folien sind wiederum verlinkt unten in der Beschreibung zu diesem Video. Kobold CPP bzw. dieses App-Image, das starten wir über, ja, über das hier. Punkt Schrägstrich bedeutet, dass die ausführbare Datei sich im aktuellen Verzeichnis befindet und dann haben wir noch hier minus use plus das ist für äh, cuda also q für cuda damit das ganze beschleunigt wird dann haben wir hier noch smart context dass Teile der vorangegangenen ich sag mir jetzt mal Konversationen wiederverwendet werden können und ähm, diese Modelle funktionieren so dass sie äh, so Tokens generieren. So ein Token beinhaltet ein Wort, ein ganzes kurzes Wort oder Satzteile oder Wortteile, je nachdem, die ja aus diesem Netzwerk rausgerechnet abgeleitet werden und die können durch die Smart-Kontext wiederverwertet werden, wenn die schon mal, ja, schon mal generiert wurden. Das macht das Ganze noch einen Tick schneller. Je nach Grafikkarte kann man auch Teile von diesem neuronalen Netzwerk auf die Grafikkarte auslagern. Das Ganze ist jetzt ein relativ großes Netzwerk, also wir bekommen nicht alle von diesen Ebenen der auf die Grafikkarte drauf. Es sei denn, ihr habt wirklich eine bombastische Grafikkarte oder so einen richtigen Rechenbeschleuniger, dann mag das natürlich funktionieren, dass er wirklich alles drauf kriegt. Bei mir ist es so, ich bekomme ähm, ja acht Ebenen auf die Grafikkarte ausgelagert mit 8 GB RAM, die ich dort drauf habe. Mehr, mehr passt da halt nicht drauf, wobei äh, ja diese 8 GB zum Teil sind ja auch schon belegt, aber mehr passt da einfach nicht in meinem Fall. Dann haben wir hier noch Kontext Size. Ähm, damit kann man dem Cobalt äh, CPP sagen, äh, wie groß quasi so ein Zwischenspeicher sein soll, wo er sich interne Informationen merkt. Also das ist sinnvoll, um größere Eingaben zu machen, wenn man jetzt eine längere Beschreibung von einem Programmierproblem angeben möchte oder wenn man jetzt Folgefragen dazu stellt oder quasi so Verbesserungen anfordert, macht das noch mal irgendwie anders. Dann ist das gut, wenn diese Context Size größer ist. Das ist wie so ein Kurzzeitgedächtnis für äh, Cobalt CPP. Und mit äh, Model und dem Namen von dem Ding hier geben wir noch an, was wir laden möchten. Neben der äh, Konfiguration über die Kommandozeile kann man das Ganze auch über eine grafische Oberfläche machen. Ja hat mir irgendwie nie so zugesagt. Dann muss ich jedes Mal wiederum das äh, neue einstellen oder wenn ich ein anderes Netzwerk haben möchte, muss ich das sowieso wieder aus dem Pfad rausbrühen und so. Von daher finde ich es irgendwie schöner, das in so einen Parametersatz reinzupacken und das Ganze in eine Datei zu schreiben, sodass ich eine Skriptdatei habe, die ich einfach bloß starte. Aber das ist wie immer Geschmacksfrage, wie ihr das gerne haben möchtet. Wenn das alles klappt, öffnet sich eine ja eine Adresse ein Port lokal und das ist die 5001 da geht ihr mit dem Browser drauf und dann habt ihr eine Oberfläche eine Weboberfläche dabei dann noch mal zu dem hier zu diesem Wert mit der 8 ihr könnt euch daran tasten an äh, den maximalen Wert der funktioniert wenn er zu hoch gewählt ist dann stürzt es einfach ab oder spätestens dann, wenn man jetzt so einen Chat startet oder so eine äh, Instruction-Sitzung aufmacht und das erste eingibt, dann sagt das irgendwie, ja gut, Verbindung unterbrochen, abgestürzt. Von daher kann man sich so ein bisschen an diesen ähm, benutzbaren Wert rantasten. Kommen wir jetzt zum ersten Projekt. Ich habe es einfach mal bunte Quadrate genannt, weil es genau das machen soll. Ich habe hier den Prompt, den ich... Angeber. Also, ich habe Cobalt CPP in diesen Instruct-Modus gesetzt. Also, ich gebe dem Netzwerk Anweisungen und das soll hinterher was machen. Ich habe hier als erstes erstmal so eine. Ja, wie soll man das sagen? Also so, so eine Init-Routine. Ich sage dem Ding erstmal, wie es sich verhalten soll. Mehr oder weniger, was für eine Rolle das Netzwerk einnehmen soll. Und ich sage dem Ding einfach, du bist hier ja ein total intelligenter Programmierhelfer. Dann als nächstes kommt jetzt die Benutzer-Nachricht von mir, indem ich nochmal genau sage, das und das möchte ich von dir. Und ich sage hier, ich möchte gerne 16 verschieden gefärbte Kästchen haben, Quadrate haben, die auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen. Und das Ganze soll in C programmiert werden und soll SDL verwenden. Das ist so eine... Programmier-API, eine Plattform, unabhängige API, sowas ähnliches wie DirectX, falls das jemand kennt. Damit kann man denn äh, ja, Dinge zeichnen, kann Texturen laden, kann 3D-Sachen damit machen, ähm, kann Töne abspielen, kann Musik äh, abspielen, was weiß ich, alles möglich. Also das ist so ein grundsätzlicher Baukasten für Spiele und spielerartige Anwendungen. Ja, dann äh, gucken wir uns gleich mal das an, was rausgekommen ist, das ist einmal SDL Boxen Original CPP, das ist exakt das, was aus dem Netzwerk rausgefallen ist, und dann habe ich hier meine Bearbeitung dazu. Wir gucken uns diese Unterschiede noch mal an. Es sind äh, sehr weniger eigentlich. Also es ist durchaus interessant, was da direkt rausfällt und was man dafür braucht, damit es funktioniert, damit man das Ganze auch wirklich kompilieren kann. Brauchen wir noch hier das Paket libsdl2-dev unter Debian, unter Ubuntu und Linux Mint? Unter anderen Distributionen braucht er natürlich was anderes. Da drin ist ähm, alles drin, was man für die Grundfunktion von SDL2 zum Programmieren braucht. Ähm, Im zweiten Beispiel brauchen wir noch was dazu. Also, das sind wirklich los die Grundfunktionen, und dann gibt es für SDL und SDL2 noch Erweiterungspakete, die man eventuell braucht oder auch nicht. Das Kompilieren ist auch sehr unspektakulär. Dem GNU C Compiler übergebe ich jetzt erstmal den Namen von meiner C Datei, und dann über -l sage ich dem noch, dass er das Ergebnis gegen die lib SDL 2 linken sollen. Da sind einige Funktionen drin, die man braucht, die, ja, die, die damit zusammengeführt werden mit der kompilierten Datei, damit die auch ausführbar ist. Und das kleine Minus O und das hier SDL 2 sagt, wohin die ausführbare Datei gespeichert werden soll, also wie die heißt. Und hinterher können wir die damit ausführen ja, das ist es schon. aber kommen wir jetzt mal zu den unterschieden. ich habe jetzt hier das mal in meld geladen. auf der linken seite befindet sich das original, was direkt generiert wurde. und auf der rechten seite ist das, was ich editiert habe, damit das kompilierbar ist und äh, ja für mich auch mehr sinn ergibt. wir haben hier ähm, zwei stellen. also, das erste ist ähm, der Include-Pfad, den musste ich anpassen. Da heißt unter Debian anders. Also der Generator meint unter SDL.h, einfach so wäre jetzt die äh, Header-Datei, wo die Funktionen definiert sind, abgelegt. Also das wäre äh, unter USR-Include ähm, SDL.h. Das ist nicht so und von daher. Musste ich das hier anpassen? Ich hätte es auch durch einen zusätzlichen Parameter beim Kompilieren irgendwie anpassen können, aber ich habe das hier direkt im Quelltext gemacht. Dann haben wir hier ein leichtes Zahlenproblem. Das Original hier hat zwar richtig erkannt, es soll hier 16 verschiedene ähm, Kästen zeichnen. Hier wird, werden äh, Farben definiert. In so einem äh, ja, in so einem Array. Und ähm, wenn man jetzt einmal durchzählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Oh. Also da ist eine Farbdefinition zu viel. Von daher habe ich jetzt eine mal weggeschmissen, habe ich die jetzt rausgeworfen und das ist es das ist der einzige unterschied den es wirklich hier inhaltlich gibt denn vielleicht noch mal so grob durchgeguckt was das ding überhaupt macht hier gibt es einmal konstanten definition für die bildschirmbreite für die höhe 800 x 600 ist bei diesem netz irgendwie sehr beliebt im zusammenhang mit sdl bei anderen tests war das auch immer 800 mal 600 man könnte jetzt über eine Anpassung von diesem Prompt das bestimmt irgendwie modifizieren oder man könnte auch jetzt Bahntier hier was anderes nehmen oder Zahlenwerte anpassen sowas wie hier die Größe von diesen Kästen also wie breit und hoch die ähm, Quadrate sein sollen dann haben wir hier die main Funktion das ist die Funktion die aufgerufen wird äh, beim Start des Programms da haben wir hier so ein bisschen Initialisierung, auch mit äh, ja, mit Fehlerauswertung. Äh, Erstmal wird SDL initialisiert, also der, ähm, der Videobereich, es gibt das auch noch mit Audio und wenn jetzt dieser ähm, Fehlerwert, der Rückgabewert von dem Init hier kleiner als 0 ist, also minus 1, 2 oder sonst irgendwas, ist es ein Fehler und äh, ja dementsprechend gibt es hier eine fehlermeldung wo sogar aus der äh, ja, sdl-get-error-funktion nochmal ausgelesen wird wie dieser fehler heißt das ist insofern schon äh, ganz schön gemacht aber in der variante würde man das äh, ja, je nachdem wie, wie man drauf ist würde man das auch so als mensch üblicherweise machen dann als nächstes haben wir den bereich wo ein fenster äh, ja definiert wird das geht über sdl window wird eine äh, ja, variable ein objekt äh, gebaut und über sdl create window wird das mit inhalten befüllt wie der titel heißt dass es hier äh, keine definition gibt wo das fenster auftauchen soll und äh, Achso, x und y ist undefiniert. Dann haben wir hier die Verwurstung von der Breite, der Höhe. Und äh, ja, das heißt wahrscheinlich, dass das Fenster auch wirklich gezeigt wird. Dann haben wir wiederum so eine Überprüfung. Wenn wir jetzt in der Variablen einen Nullpointer hätten, wäre das wiederum ein Fehler. Und die Fehlerausgabe ist dann wieder analog wie oben. Nächster Punkt, dann brauchen wir so einen Renderer. Der Renderer sorgt dafür, dass in dieses vorbereitete Fenster auch Dinge reingeschrieben werden können und der wird dann ja auch wieder mit Parametern vorbereitet, sogar hier accelerated, also dass das beschleunigt Hardware beschleunigt äh, funktionieren soll und äh, dass das Ganze auch synchronisiert werden soll mit dem mit, mit dem Aufbau von dem Monitorbild, dass das synchron ist zur Grafikkarte, das wäre nämlich dieses äh, Tiering, heißt das glaube ich, also dass das auseinanderreißt. Das haben wir da auch, inklusive wieder mit, äh, der, ja, mit der Rückgabe, wenn was schief geht. Den Abschnitt hier mit den Farbdefinitionen hatten wir ja schon und dann geht es jetzt wirklich Los. Hier wird noch eine Variable definiert, ähm, die solange auf True gesetzt wird, wie das Programm läuft. Das läuft nämlich in einer Endlosschleife. Also es werden immer irgendwelche Dinge ausgewertet, dann wird gezeichnet und dann geht das immer wieder äh, ja, in der Schleife, wiederholt sich immer. Denn bei Spielen ist es normalerweise ja so, dass äh, das Bild von dem Spielgeschehen x-mal pro Sekunde gezeichnet wird. Für ein flüssiges Bild sollte man irgendwie, was soll man heute haben, sagen wir mal 60 Bilder pro Sekunde haben. Also dieses Aufbereiten läuft in einer Schleife. Das ist üblich bei SDL. Dann haben wir hier ein Event. Event, das sind ganz allgemein Eingaben vom Benutzer, also Klicken mit der Maus irgendwo hin, das Drücken einer Taste und so weiter. Und äh, das wird hier ähm, abgefragt. Da wird einmal geguckt äh, über poll-event, was ist da im Moment passiert? Da wird so eine Schleife abgearbeitet und da wird immer so ein neues Event ja ähm, reingelesen in die Variable. Und dann kann man gucken über event.type, ob es einem speziellen Wert entspricht. Dafür gibt es bei SDL äh, Konstanten wo denn sowas wie SDL-Quit definiert ist, also das Beenden von der Anwendung. Zum Beispiel, wenn man jetzt Escape drückt, dann wird das Ganze beendet und in diesem Fall wird Running auf False gesetzt. Das ist auch der einzige Fall, wo äh, Running auf False gesetzt wird und das ist das einzige Event, was uns interessiert und alle anderen Events, die auftreten, werden einfach ignoriert. Was bei den Spielen ja auch immer wieder vorkommt, ist, dass erstmal... Der Bildschirm komplett überschrieben wird, also in diesem Fall der Renderer, der wird einfach, ja, also wirklich komplett überschrieben. Und äh, danach wird da einmal hier wieder, äh, ja, irgendwie gesäubert. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was diese, was diese Funktion genau macht, aber es wird einmal überschrieben und äh, vorbereitet fürs Setzen von irgendwelchen, ähm, ja, Bestand. Teilen, also für irgendwelche grafischen Elemente, die dort platziert werden sollen. Also einmal löschen und dann fangen wir wieder von vorne an. Und das Ganze sehr, sehr schnell hintereinander, ein paar Mal in der Sekunde. Dann geht es jetzt hier um das Zeichnen der Kästchen. Also das macht es ja insofern schon sehr schön. Es hat hier einmal I und einmal J. Also x und y dann haben wir hier den Index der Index ist dafür da dass wir aus diesem array hier den aktuellen Farbwert auslesen können also i mal 4 also i ist der y Wert da wird mal 4 genommen und dann wird noch hier j drauf gezählt für ja also die äh, Reihe genau also Zeile und Reihe wenn man das einmal durchgeht, dann hat man Kästchen äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter und kann denn den Farbwert rausholen. Nachdem wir rausgekriegt haben, welche Farbe wir überhaupt haben wollen über das hier, ähm, setzen wir die Farbe in unserem Zeichenstift für den aktuellen Renderer und dann äh, sagen wir, Ach so genau. Die Farbe wird aufgeteilt in R, G und äh, B, also Rot, Grün und Blau, die drei Grundfarben, aus denen alles zusammengesetzt wird. Jedenfalls, wenn man jetzt hier äh, ist das additive, additive, ähm, ja, also Farbmischung hat, so wie man das beim Monitor hat. Dann äh, ergeben hier die maximalen Farbwerte, also jedes Mal 255 zusammen weiß und äh, alles auf 0 schwarz. Und je nachdem, wie das Mischungsverhältnis ist, bekommt man halt ähm, ja Mischfarben daraus. So, und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass das der, der letzte Wert jetzt hier die Opazität ist. Also die Transparenz beziehungsweise das Gegenteil von transparent, wenn das äh, 255 ist, dann ist davon nichts transparent. Ich denke so ist es. Dann äh, definieren wir hier unseren rechteckigen Bereich über SDL Rect, also so ist dieser Variablentyp und dann gehen wir hier an, wo dieses Quadrat gezeichnet werden soll. Also einmal die X-Richtung, die hier im ähm, J heißt und die y-Richtung, die hier i heißt. So, also sagen wir die x-Koordinate, wo es anfangen soll und die y-Koordinate und dann sagen wir noch hier, wie groß die Breite sein soll und wie groß die Höhe sein soll, bei einem Quadrat natürlich identisch. Und dann sagen wir jetzt bloß noch hier, dass ein Rechteck gefüllt werden soll mit äh, diesen Koordinaten und mit der Größe für den Renderer. Nachdem wir das alles hier vorbereitet haben, müssen wir jetzt das noch auf den Bildschirm drauf bringen. Das funktioniert mit SDL Renderer Present. Also es wird präsentiert und äh, dann ist es wiederum da. So, das ist diese Schleife, die immer wiederholt wird. Dann wird das x-mal pro Sekunde aktualisiert. Dieselben Quadrate landen dann an derselben Stelle, von daher merkt man da auch keinen Unterschied. Ja, so und wenn wir jetzt durch sind, also wenn wir jetzt hier Escape gedrückt haben und Running auf False gesetzt wird, dann ist diese Schleife, die von da bis da geht, auch zu Ende und dann wird jetzt noch aufgeräumt. Also dieser Renderer wird einmal ja, zerstört, dann wird das Fenster zerstört und dann wird SDL beendet, damit das auch wirklich sauber aufgeräumt ist. Und ein Rückgabewert von 0 sorgt dafür, dass die Kommandozeile oder von wo wir es ausgeführt haben, denn auch diesen 0 Rückgabewert dort haben. 0 heißt immer, alles ist gut. Das Ganze sieht jetzt in voller Schönheit exakt so aus. Aus. Also, das sind auch die Farben, die sich jetzt hier dieses neuronale Netzwerk ausgedacht hat. Ja, und so ist es. Dann habe ich jetzt den Schwierigkeitsgrad noch mal ein bisschen erhöht. Ich wollte jetzt so eine Art ähm, ja, Spiel haben. Eigentlich war das Ganze gedacht für ChatGPT, damit habe ich damals auch rumgespielt, als es noch ziemlich neu war und ich wollte damals ein Spiel in HTML und JavaScript haben, aber irgendwie habe ich an ChatGPT doch so mein Interesse verloren, also finde ich irgendwie eher langweilig. Von daher nochmal das, was ich damals gewollt habe. Also der damalige Prompt war: erstelle ein Spiel in JavaScript und HTML, in dem man eine kleine Figur mit den Pfeiltasten nach links und rechts bewegt. Von oben fallen zufällig Steine herab. Wenn die Figur von einem Stein getroffen wird, wird ein Lebenspunkt abgezogen. Die Figur beginnt mit 10 Lebenspunkten. Bei 0 Lebenspunkten endet das Spiel. Es fallen immer ein paar Steine senkrecht von oben herab. Wenn ein Stein den Boden trifft, verschwindet er. Die Figur soll ein kleines Männchen sein, das beim Laufen die Beine bewegt. So, also das war so jetzt meine Idee dabei, wo ich viele Eigenschaften von dem Spiel, was ich haben wollte, beschrieben habe. Aber so ein Text ist nicht immer hundertprozentig sicher. Also es gibt so Definitionslücken, also sowas wie wie viele Steine da fallen sollen, wie schnell die runterfallen ähm, und so weiter und so fort. Also Dinge, die man sich so ein bisschen im Hinterkopf denkt, die man aber nicht ausformuliert. Als ich damals mit ChatGPT äh, rumexperimentiert habe, ähm, äh, haben Teile davon funktioniert von dieser Beschreibung, andere auch nicht. Dann habe ich mehrere Runden gemacht, um diesen Text noch mal ein bisschen anzupassen um äh, teile ja so ein bisschen rauszuarbeiten das hat mehr oder weniger funktioniert zum teil eben auch nicht also einige Form formulierungen wurden komplett ignoriert und bei anderen dingen wurden definitionslücken auch ausgenutzt wo ich hinterher sagen konnte das ist insofern okay. Ich habe mich an der Stelle unklar ausgedrückt oder ich habe einfach nicht gesagt, was ich an der Stelle erwarte. So ein bisschen ist es ja auch, bloß dass das Ganze jetzt lokal funktioniert, was ich deutlich spannender finde aus diversen Gründen. Mein erstes Projekt, das hat einfach so funktioniert mit den Standardeinstellungen, die so Cobalt CPP mitbringt. Für äh, fallende Steine muss ich das so ein bisschen anpassen, damit das äh, einfach bessere Ergebnisse bringt. Unter anderem hier ja, Temperature. Also die Temperatur müssen wir anpassen. Und durch höhere Werte dürfen diese Eingaben, die Prompts freier ausgelegt werden, damit die Ausgaben kreativer sind. Das sorgt dafür, dass ähm, die ähm, generierten Inhalte weniger vorhersehbar sind, aber eventuell insgesamt besser sind, wenn man sich nicht hundertprozentig klar ausgedrückt hat. Dann amount to Gen, also äh, Anzahl der zu generierenden äh, Tokens, also diese ähm, Textteile, die wir letztendlich haben wollen, auch für Quelltexte, die habe ich hochgedreht auf 256. Max CTX Tokens habe ich auch hochgedreht, damit wir einfach längere Ausgaben mehr Quelltext äh, bekommen. Genau, und der Instruct Mode, den ich vorher auch schon verwendet habe, ohne das irgendwie nochmal explizit hier hinzuschreiben in so eine Folie, den habe ich auch wiederum genommen. Und die Ergebnisse, die da rauskommen, sind nicht lang genug. Von daher muss ich hin und wieder mal auf den Button Generate More draufklicken, damit es denn weitergeht. Also es wird auch nahtlos weiter generiert, aber nach einer gewissen Zeit ist einfach Schluss und muss man wieder draufdrücken. Da ich ein fauler Hund bin... Habe ich mir da XTE eingespannt? Das ist so ein Programm, womit man äh, Tastatureingaben und Mausklicks und so weiter ähm, automatisiert generieren kann. Und da habe ich jetzt den Maus-Cursor, also den Mauszeiger, auf die richtige Stelle gesetzt, wo dieser Generate More-Button ist. Und dann gesagt: Hier, ja, klicke da drauf. Und das Ganze läuft so in einer Schleife bis in alle Ewigkeit. Dann es eine zehnsekündige Pause und dann wird wieder geklickt. Dann kann man auch mal irgendwie weggehen, mal was essen oder so und das Ding generiert immer mehr und mehr, ohne dass ich da per Hand rumklicken müsste. Das Ganze hat mir denn auch den ganzen Quelltext nach einer gewissen Zeit, ich weiß es nicht, ich habe nicht daneben gesessen, wie lange das dauert, generiert. Aber wir haben Hinterher dieses Problem mit den Halluzinationen. Also, diese Netzwerke, die generieren zwar ähm, äh, ja eine gewisse Zeit das, was wir ungefähr davon erwarten, aber dann, wenn es eigentlich zu Ende ist, mit dem, ähm, ja, was es was es so meint, also ne, immer in Anführungszeichen, was da rauskommen sollte, dann kommt es zu Halluzinationen oder auch zwischendurch, dass es sich einfach Dinge ausdenkt, die nicht dazugehören oder im Kontext irgendwie falsch sind, weil das Ganze ist ja mehr oder weniger bloß Statistik, diese, diese Netze. Also es ist Statistik sehr Kompliziert und von daher kommt da irgendwas bei raus, womit wir vielleicht nicht wirklich rechnen und so weiter. Aber überwiegend der Quelltext war in Ordnung, der generiert wurde. Aber da ja mein äh, Skript hier immer wiederum auf äh, Generate More geklickt hat, alle zehn Sekunden, ging es danach noch weiter mit Generieren. Und dieses Netz, das sagt nicht irgendwann so, jetzt ist aber auch noch zu Ende. Also mehr, mehr kann ich nicht. Sondern es hat dann irgendwann angefangen und ähm, ja, dann irgendwie erklärt: Ja, übrigens, hier mit Pygame kannst du äh, irgendwie so tolle Spiele machen. Und ich mache dir jetzt mal ein Beispiel für Pygame. Das passte natürlich überhaupt nicht zu meiner Ausgabe, weil ich kein Python wollte und äh, auch kein Pygame, sondern C und äh, SDL. Und da waren noch viele andere Dinge drin, die da so kamen da waren irgendwie solche Sachen drin mit äh, ja passt alle auf euch auf bleibt gesund und irgendwie sowas was beim trainieren mit da eingeflossen ist was aber mit dem programmieren überhaupt nichts zu tun hatte also man konnte da denke ich mal komplette teile von dem trainingsdatensatz auch wiederum rausziehen dann haben wir das ganze noch mal ein bisschen länger passt ja nicht drauf ich musste das ganze äh, ja noch mal auf englisch umbauen denn mit deutschen Eingaben funktioniert das nicht so gut dabei. Dadurch wird das Ganze natürlich noch mal ein bisschen komplizierter. Und ich musste ja auch noch so ein bisschen rumformulieren, weil es sich erst mal so geweigert hat, dieses Netz. Das hat gesagt: Naja, ich kann dir sowas nicht generieren. Das ist ein komplexes Thema. Ich mache dir mal so ein kurzes Beispiel, wie du mit SDL so ein. So ein Fenster zeichnest oder so, aber das wollte ich ja nicht haben. Also von daher habe ich da so ein bisschen rumgetrickst mit Formulierung. Also ich habe gesagt hier, du generierst mir jetzt hier den kompletten Quelltext für ein komplettes Spiel und ähm, du generierst mir keine Beispiele oder Templates, sondern komplett funktionierenden C++ Code. Und äh, ich will von dir auch nicht belehrt werden. Ich will wirklich bloß den Quelltext. Denn das hat ähm, ja so rumgeschwallert mit, ja, für den Anfang, wenn du äh, jetzt anfängst zu programmieren, dann musst du auf Folgendes äh, aufpassen. Und überhaupt, das will ich ja gar nicht wissen. Das war auch nicht äh, das, was ich möchte. Naja, und dann ähm, mehr oder weniger diesen äh, Text, den wir gesehen hatten, nochmal auf Englisch umgebaut und natürlich nicht ähm, HTML und äh, JavaScript, sondern C mit SDL. Lest euch das gerne einmal genau durch, ist ja alles in den Folien drin, wenn ihr das wissen wollt. Und wiederum gibt es natürlich einmal das Original von meinem Spiel 2, also auch sehr kreativ von mir benannt. Und die Anpassungen, die ich daran gemacht habe, gucken wir uns jetzt auch noch mal an, wie das aussieht. Wiederum auf der linken Seite das, was generiert wurde. Wir haben wiederum das mit den Header-Dateien, die bei mir einfach woanders liegen. Und zusätzlich braucht man auch noch ein zusätzliches Modul, also das SDL Image Modul. Ja, aber das ist alles insofern hier gar nicht so verkehrt. Heißt unter Debian ein bisschen anders. Dann habe ich mir noch hingeschrieben, wie das Ganze zu kompilieren ist. Da stand natürlich nicht da drin. Und dann haben wir sehr viel Gleichstand. Dann haben wir hier einen Unterschied, wo ich den Pfad angepasst habe, wo jetzt die beiden Texturen zu laden sind. Also es gibt eine Textur für den Spieler. Und es gibt eine Textur für den Stein. Also da fallen Steine runter, dafür gibt es ein Bildchen, was da eingeblendet und runterfallen soll. Und die sind natürlich nicht mitgeneriert worden. Und hier stand jetzt hier Path to. Also fahrt dazu. Und da habe ich mir gedacht, nee, das brauche ich nicht. Ich schmeiße das alles in ein Verzeichnis rein. habe ich den hier entfernt. Ja, und ähm, wichtiger Punkt dabei ist ich habe ja nicht angegeben, wie schnell diese Steine fallen sollen. Also wiederum haben wir hier so eine Schleife, die also, es ist running, ist aber vom Prinzip her genauso wie das andere und die läuft halt so schnell, wie die Hardware das hergibt. Also äh, das das rauscht so durch, ne? Also so ein, so ein Flackern, da fallen die Steine runter. Darum habe ich jetzt noch mal so einen Delay eingebaut, also 50 Millisekunden soll nach so einem Schleifendurchlauf gewartet werden, denn sonst ist das Ganze ja ziemlich unspielbar. Ja, also was dabei auffällt, es sind sehr viele Ähnlichkeiten zu dem anderen, was wir schon hatten. Also dieser ganze Initialisierungskrempel hier, das ist da auch wieder so drin. Dann haben wir hier zusätzlich was für das Laden von PNGs, was ein Teil ist von diesem SDL Image, dann gibt es ja noch so eine Funktion, wo einzelne Texturen aus PNGs geladen werden. Mehr oder weniger ist das aber auch schon so, wie wir es gesehen haben mit dieser Fehlerbehandlung und so weiter und so fort. Wir haben ja wiederum äh, dieses Element hier, wenn jemand Escape gedrückt hat oder auch den äh, Schließen-Knopf an dem Fenster gedrückt hat, dann wird es beendet und ansonsten läuft diese Schleife hier durch. Ja, dann haben wir hier. Was passieren soll, wenn man jetzt links drückt, dann wird der Spieler nach links bewegt um 5 Pixel oder wenn man nach rechts drückt, wird er um 5 Pixel nach rechts bewegt. Ja, und so ein Stein hier, der fällt in Y-Richtung mit ja auch 5 Pixeln pro Schleifen durch. Auf. Also, man kann sich um 50 Pixel nach links, nach rechts bewegen, pro Schleifendurchlauf und so ein Stein fällt von oben nach unten immer um 5 Pixel. Dann haben wir ja so eine Berechnung für den Stein, also die Y-Position von dem Stein. Wenn die jetzt, ähm, also wenn der Stein kurz über den Boden gefallen ist, also 50 Pixel über den Boden gefallen ist, dann hätten wir gerne einen neuen Stein und der neue Stein fängt ja an einer äh, zufälligen X-Position an und äh, ja äh, innerhalb von dem äh, von dem Bereich abzüglich 50 Pixel. So, also wir bekommen den neuen Stein, der irgendwo anfängt und äh, ja immer weiter hier 5 runterfällt und dann gibt es hier so eine Funktion, die überprüft, ob jetzt der Spieler, also das Quadrat von dem, nein, das Rechteck von dem Spieler und das von dem Stein sich überschneiden, also so eine Kollision haben und dann wird hier einfach Collision detected, also es wurde eine, ein, ein Treffer äh, bemerkt. Das wird dann ausgegeben und äh, naja, nachdem wir jetzt diese Moment, was denn hier? Render Genau, und äh, nachdem wir jetzt die Positionen geändert haben, dann äh, wird hier einmal der Spieler gezeichnet und ähm, ja, der Stein wieder. Genau, und das läuft jetzt hier, äh, wie wir es vorher auch schon hatten, einmal Bildschirm löschen und hinterher das neue Anzeigen, 50 Sekunden warten. Ja, und äh, am Ende haben wir wiederum diese äh, Dinge mit, wenn es beendet wurde, räumen wir noch ein bisschen auf. Was an der Sache jetzt inhaltlich fehlt, ist, es gibt überhaupt keine Punktezählung, also es gibt keine Lebenzählung, das fehlt komplett, das wurde ignoriert und der Spieler hat Beine, das wäre was, was man in der Textur irgendwie unterbringen soll. Also von daher, es ist schon ein relativ gutes Grundgerüst, was man jetzt entweder per Hand anpassen kann, oder vielleicht mit Anpassung von den Prompts einfach weiter ausgenerieren lassen könnte. So, wie sieht dieses fantastische Spiel jetzt aus? Es sieht nämlich genau so aus. Ähm, also, äh, seht ihr jetzt zwar nicht, aber wenn jetzt hier der Stein und mein äh, super toller Spieler, also <laughs> der Hochkantstrich, äh, sich treffen, dann steht da Collision Detected. Und ähm, ja, da fällt ein Stein runter. Den Stein und meinen super tollen Spieler, den habe ich einfach mit Gimp schnell gemalt, damit ich diese Texturen da hatte und in die richtige äh, Größe gezergelt, damit das so hinkam. Also das fällt da so direkt raus. Ja, das war es dann für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch äh, wiederum geholfen. Ihr habt was dazugelernt und ähm, probiert es gerne aus. Lasst es bleiben. Insgesamt äh, finde ich... Das durchaus bemerkenswert, was man damit so generieren lassen kann. Also in, ich, hätte, ich hätte das auch so schreiben können. Ich hätte einige Sachen nachgucken müssen, damit ich weiß, wie die Funktion xy heißt. Von daher ist es sehr interessant. Einige würden jetzt vielleicht sagen, vielleicht sogar ein bisschen erschrecken, was da funktioniert. Vor allem auch mit Modellen, die ich lokal ausführen kann. Und das auch mit ja, handelsüblicher Hardware. Ne? also es lässt sich alles machen, das generieren. sag ich mal, wenn das jetzt 20 Minuten gedauert hat, diesen prompt anzupassen ein paar mal, das dauert natürlich auch. Sagen wir insgesamt, das hat jetzt 30 Minuten gedauert. Und äh, zum selber machen ja, kommt darauf an, wie, wie schnell ich die Sachen finde. hätte es vielleicht länger gedauert. Oder obwohl ich überlege gerade in 30 Minuten. Also hätte ich wahrscheinlich mit meinem Wissensstand, mit Nachgucken auch so ungefähr hingekriegt. Aber man kriegt natürlich auch komplexere Dinge damit hin. Und wenn man sich in einigen Sachen nicht äh, so richtig auskennt, kann es das beschleunigen. Wobei das auch wiederum die große Gefahr an der Sache ist, wenn man jetzt damit Sachen generiert, die äh, vielleicht gut aussehen, man kennt sich nicht direkt damit aus und sagt dann, ja, das sieht gut aus. Aber es sind denn irgendwelche Probleme drin, die dann irgendwann später auftauchen und dann gibt es einen großen Kanal. Von daher ist das auch wieder so eine Gefahr an der Sache, so wie in dem Video, was direkt davor gekommen ist, wo ich Python zu C ⁇ habe konvertieren lassen mit ChatGPT, wo ich wusste an welchen Stellen was nicht stimmt und ähm, das dann anpassen konnte. Im dümmsten Fall hätte ich damit sogar Hardware zerstören können, wenn ich das nicht gemacht hätte. Also es, es ist schwierig. Man sollte das Hintergrundwissen natürlich dafür haben. Und dann kann man solche Sachen auch benutzen oder auch nicht. Ach, das ist ein schwieriges Thema. Ihr könnt ja mal dazu schreiben in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ja, aber natürlich ähm, abonnieren, äh, Glocke drücken. Bis dann und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Und ähm, tschüss.